Ja, Main-Leute, hallo und herzlich willkommen zu Let's Show SCP-087. Hier ist euer Riku994 und dies soll ein extrem gruseliges Spiel sein. Es ist kostenlos, der Link, der Download-Link ist in der Beschreibung. Und ja, worum geht es? Wir sind so ein Typ hier, wir sind hier anscheinend gefangen, von hier draußen gekommen. Und haben wir uns einfach ein Treppenhaus. Uns bleibt nichts weiter übrig, als hier runterzulaufen. Und ja, wer jetzt schon mal Monster-Schnetzelgedöns erwartet, nee, der könnt ihr gleich weggehen. Dies hier ist subtiler Horror. Ich habe zwar beim Video, bei den Videos von John McCloud und Brugger, die ich gesehen habe, nicht geglaubt, dass es so gruselig ist. Ich habe mir auch nicht die ganzen Videos angesehen. Ich dachte mir, ich nehme es jetzt erstmal auf, bevor ich weiß, was passiert. Bis jetzt habe ich nur einen Schatten gesehen. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr unheimlich. Die Musik setzt schon ein, wenn unsere Fußstapfen. Und wir sind im Moment meine Maus, Entschuldigung, da muss ich mich jetzt immer so ein bisschen da mitdrehen, denn ich spiele hier gerade im Fenstermodus. Und ja, wir sind gerade in der ersten Etage. Komischerweise werden hier die Etagen nach unten hin angeordnet, also das habe ich auch noch nirgends gesehen. Etage 2, hier. Okay, dort atmet irgendetwas. Ich habe Angst. Aber der Riku läuft tapfer weiter. Wie ihr seht, seht ihr nichts, Etage 3, denn es ist recht düster hier. Oh Gott, ich mag kein Atmen. Dieses Stöhnen oder was auch immer das ist. Ich mag solche Geräusche nicht. Nein, überhaupt nicht. Ach Gott, da atmet irgendwas. Da atmet was, tötet es. Naja, also. Puh, wir sind jetzt schon bei Etage 5. Ja. Wir sehen immer noch nicht viel mehr und ich glaube, das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern. Etage 6. Ja, wir können hier auch springen, aber das hier werde ich nicht machen, da es doch ein ziemlicher Atmo-Killer ist. Tja. Hier runter. Wow, was war das? Bass. Okay. Achte Etage. Und das Ding atmet immer lauter. Moment, so. Wieso muss es so laut atmen? Ich mag das nicht. Überhaupt nicht. Etage 10. Okay. Dieses Spiel hier ist wirklich Psycho. Psycho. Aber ganz ehrlich, wer jetzt hier zusieht und mir nicht glaubt, dass es so gruselig ist, der, wie es auch schon John McCloud und Brugger gesagt haben, hockt euch selber mal nachts im Zimmer oder dunkel, zieht Kopfhörer an und spielt es alleine. So. Ganz ehrlich, tut es. Spielt es alleine. Oh. Ist das, was soll das sein? Musik, Luft? Nee, irgendein gruseliger Effekt, den ich nicht mag. Oh, nein. Ich mag das nicht.
Was war das? Was war das? Gott, wir sind gerade in Etage 14. Und irgendwie ist mein Bildschirm so ein bisschen dunkel, ich sehe kaum was. Kurz die Haare aus dem Gesicht, Entschuldigung. 15. Weiter nach unten. Oh Gott, das Atmen ist das Schlimmste an dem Spiel. Wie das Allerschlimmste, mir läuft es gerade eiskalt den Rücken runter. Komm schon, hör auf so gruselig zu atmen. Okay, also bis jetzt ist noch nicht wirklich was passiert. Aber hey, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Etage 18. Wir laufen immer noch runter, haben bis jetzt nur Sound zu hören bekommen. Gucken, was gleich passiert. Ja, oh! 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 Gott! Oh, was war das? Habt ihr das alle gesehen? Scheiße! Ich will nicht mehr. Ganz ehrlich, ich will nicht mehr. Oh. Gott, scheiße, ist ein Schatten durch uns durchgeflogen. Fuck! Boah, Gänsehaut am ganzen Körper. Kennt ihr das, wenn sich euch die Haare an den Armen, selbst auf der Kopfhaut aufstellen, im kompletten Rücken? Oh, Gott! Okay, ich will es jetzt schnell hinter mir bringen. Irgendwann muss das Spiel ja irgendwo vorbei sein. Okay, wann kommt der nächste Schatten, oder? Was uns auch immer als nächstes erwartet. Und ja, Entschuldigung, immer wegen der Umdrehung und wegen der Maus. Okay, ganz ruhig. Riku bleibt ganz ruhig. Es ist aber nur ein Schatten, der in einem merkwürdig heruntergekommenen Treppenhaus durch uns hindurchgeflogen ist. Ist doch was ganz Normales. Ist ganz, ganz Normales. Etage 23. Zu laut. Etage 24, so. Ich hoffe jetzt mal nur ehrlich, dass man meinen Cursor hier nicht im Bild sieht, denn der ist doch so ein bisschen nervig. Und Gott, der Sound ist mal verdammt laut hier. Okay. Etage 26 schon. Es wird immer lauter. Habt ihr das gerade Tropfen gehört? Aber das ist dann nicht von oben. Okay. Ah, okay. Wir können hochspringen. Kam das nicht von hier? Nee, sieht nicht so aus. Naja, gut. Gehen wir da mal weiter. Oh, hoffentlich gibt es danach ein Happy End. Ganz ehrlich, nach dem Spiel brauche ich erstmal ein süßes Katzenvideo. Denn so geht das hier ja nicht. Ich scheiß mir ja gleich in die Hose. 27. Also ja, das Spiel hier ist anscheinend so random aufgebaut, denn... habe halt schon gehört, dass bei einigen schon bei den ersten paar Etagen was passiert ist, bei den anderen... erst so... Oh! Oh Gott, was war das? Da war das jetzt so das Licht hier. Oh Gott, erschreckt mich nicht so.
Okay, gehen wir mal. Oh, Schatten. Da war definitiv ein Schatten. Boah, Leute. Ich habe gerade komplette Gänsehaut. Ich habe Angst. Wirkliche Angst. Komm nur her, du Schatten. Ich geb dir eine. Trau dich nur noch einmal hierher zu kommen. Das wirst du nicht mögen. Auch kein zweites Mal mehr machen. Ich polier dir sowas von die Fresse. Glaub mir. Moment, das Mikro. So. Und atme doch bitte leise. Okay, mal ein paar kleine Pirouetten drehen und 32 sind wir schon. Schon auf Etage 32. Okay, Schatten. Okay, sehr gut. Kein Schatten da. Kein Schatten da. Vielleicht bleibt es auch nicht nur bei dem Schatten. Ich weiß ja nicht, wie beschissen das Spiel noch wird. Das erste Mal, dass ich sehe, was so tief unten passiert. Boah, Gott, ich hab. Oh! Fuck! Ich will nicht mehr! Scheiße! Gott, das Spiel ist so mies! Leute, ich will nicht mehr! Komm, Rico, du musst da jetzt durch! Sei nur nie so eine Memme! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das schaffe ich schon. Die Etage 36. Jetzt kommt es nur so vor, da wird das Atmen immer lauter. Boah, halt die Klappe, bitte. Das Atmen wird wirklich immer lauter. Ich mag das nicht. Oh, eine Sekunde, vielleicht ist das Spiel ein bisschen zu laut. Ich mach's mal ein klein wenig leiser. Entschuldigung jetzt deswegen. Ich glaube, das schneide ich raus. Okay, wieder zurück im Spiel. Entschuldigung. Ich hab Angst. Angst. Jetzt muss ich mich nochmal umdrehen hier. So. Okay, welche Etage sind wir jetzt eigentlich schon? Moment. 41. Okay. Jetzt macht sich hier bei mir die Angst breit. Ich glaube, so weit haben nicht viele gespielt. Gott, ich habe jedes Mal, wenn man hier die Treppen unten ankommt, Angst vor so einem Schatten. Bitte atme doch ein bisschen leiser. Okay, passiert hier irgendwann mal?
Aber habe ich mir das jetzt nur eingebildet oder war da was? Weil 45. Ich werde langsam paranoid. Verfalle in Angstzustände. Wie kompensiere ich meine Angst? Mit blöden Schwanzen. Das klopfen ja aber nicht nur ich, oder? Nee, das ist definitiv da. Oder war da? Etage 47. Okay. Boah. Verdammt. Schon wieder überall Gänsehaut. Ich hab Angst. Oh, oh! Ich erschreck mich jedes Mal. Mir läuft schon der Schweiß runter. Stirn. Kleines Treppenhaus, Rico. Da so läufst du jeden Tag zur Schule. Ganz ruhig. Oh! Etage 50. Gut. Ich will mich jetzt ja nicht bei jedem einzelnen Schatten hier erschrecken. Wir laufen immer, immer weiter. Sag mal, ich frage mich ganz ehrlich, wo sind wir hier überhaupt, dass man so ein großes Treppenhaus braucht? In welchen Gebäuden braucht man schon durchgehen? So. Okay, war nur der Sound. Also in welchem Gebäude baut man schon so etwas? Kann mir das mal jemand sagen? Mag das nicht. Okay, Leute, meine Pumpe. Ich dachte, ich hätte gerade was gesehen. Meine Pumpe schafft gerade wie wild. Ich will nicht mehr. Hier ist jetzt alles nur so schnell wie möglich hinter mir bringen. Gott, wie lange läuft das noch? Wie lang? Sagen wir mal, alle anderen auch so lang spielen müssen? Das ist irgendwann doch noch vorbei. Einfach Augen zu und durch, Riku. Augen zu und durch. 57. Schatten, ihr lieben Geister. Bitte lasst mich doch alle in Ruhe. Okay, komm, lang kannst du nicht mehr dauern. 59. Okay, also wenn so lange nichts so passiert, muss ja wirklich gleich etwas Großes passieren. Etage 60 schon. Oh, oh, fuck. Okay, ich sollte lieber nicht so viel sagen. 61. Das Spiel will mich wohl unbedingt eines Besseren belehren. War da gerade wieder was? Ich habe gerade nicht wirklich aufgepasst, verdammt. Kleine Drehung. Weiter geht's.
Gott, das Video wird lang. Etage 62. Ey, wird das Atmen jetzt immer lauter? Und ich hab Angst. 63. So. Weiter runter. Boah, Rico will nicht mehr. Ich scheiß mir gleich in die Hose hier. Boah, aber nee, wirklich, das Atmen wird immer lauter. Das kann ich mir nicht einbilden. War da jetzt was? 65. Boah, so langsam muss das Spiel doch ein Ende haben, oder? 66. Okay. Runter hier. Auf. 67. Gott, also da habe ich mal was verdammt Langes erwischt. Einige waren ja schon bei 40 fertig. Könnte glatt mein Geatme sein. Also ich finde ganz ehrlich, die Lichteffekte haben sie wirklich super bekommen. Wir sind schon bei 69. Ey, Scheiße, geht's etwa wirklich bis 87 Etagen? Überleben wir vielleicht sogar? Falls man das überleben kann, dann sterben wir. Falls man irgendwie stirbt. Nein, wir überleben garantiert nicht so laut, wie das Atmen ist. Da passiert was ganz, ganz Schlimmes am Ende. Unterbrech mich nicht beim Satz, du Arsch. Fuck. Also das Spiel ist wirklich nichts für herzkranke Menschen, also. Wieso tue ich mir das überhaupt an? 72. Gott, Leute, mir läuft gerade wirklich der Angstschweiß die Stirn und ich hab Gänsehaut überall. Ich bin kurz vorm Heulen. Dieses Spiel ist einfach nur grausam. Grausam. Welche Etage? 74. Kurze Verschnaufspause. Kann eigentlich heute das passieren, wenn wir stehen bleiben? Ich hoffe mal nicht, denn das wäre jetzt echt mies. Aber woher kommt eigentlich das Licht? Welche Lichtquelle haben wir bei uns? Egal, weiter. Verdammter Schatten! 70. Das war da was? Okay, das Atmen ist gerade wirklich das Beunruhigendste. Ich erschrecke mich doch noch bei jedem einzelnen Schatten. Okay, erreichen wir die 87. Etage. Das wären noch 11 Etagen von hier aus. 11 Etagen. Komm schon, Herz, das überlebst du noch. Lass mich hier nicht frühzeitig an einem Herzinfarkt sterben, bitte. 77, 10 Etagen übrig. Dann sind wir bei Etage 87. Neun Etagen übrig. Schon, wie cool, lauf.
hasse diesen Schatten. 79, 8 Etagen übrig. Gott, ich will raus aus dem Horror. Ich will nicht mehr. Wieso tust du mir das an? Du Spiel. 80, 7 Etagen. Los. War da was? Da war so der Schatten. Also vom Geländer. Okay, wir laufen und laufen. 81. 6 Etagen übrig. Ich hoffe mal, dann ist es wirklich vorbei. Aber das Atmen ist so beunruhigend laut. Fünf Etagen übrig. Komm schon, meine Pumpe schafft das noch. 4 Etagen übrig. So, die Maus. Weiter. Nur noch 3 Etagen. Bitte lass es vorbei sein. Nur noch 2 Etagen. Komm schon, da können doch nicht mal allzu viele Schatten kommen. Die letzte Etage. Hoffe ich. Bitte lass es die letzte sein. Ist da ein Ausgang? Nein! Warte. 87. Und bitte lass es keine 88 mehr geben. Keine 88. Oh Gott, das Spiel ist grausam. Etage 88. Da gibt es etwa 100 Etagen. Das würde ich ja auch noch gerade so überleben. Etage 90. Also wirklich, das Atmen ist wirklich das Allerschlimmste. Denn das sagt ja immer, dass da irgendwo noch was ist. Lass mich das einfach nur überleben. Bitte. Okay, schon wieder ein Geräusch. Also, das Spiel gefällt mir wirklich. Es ist einer der wenigen Spiele, die es wirklich schaffen, mir Angst zu machen. Die es wirklich, wirklich schaffen. Etage 95. Boah. Ist mir schon weit in dem Spiel. Kann man es auch irgendwie, ohne es auszumachen, beenden? Kann man nicht einfach irgendwie sterben? Oder rauskommen? Was natürlich noch besser wäre. Ja, und ich habe auch schon von einem Remake oder 97
also von einem Remake oder so einer anderen Variante des Spiels gehört. Werde ich mir dann demnächst auch mal ansehen, vielleicht auch noch ein Video dazu machen. Das wird mindestens genauso gruselig sein. Dafür habe ich wirklich äußersten Respekt. 98. Mann, wie lang geht das Spiel denn noch? Die Videos von John und Bug. Gott, Entschuldigung, hab deinen Namen vergessen. Waren ja auch nur so 15 Minuten lang. Das ist jetzt bestimmt schon über 20 Minuten lang. Etage 100. Oh Gott, es geht noch weiter. Wieso nur? Macht meinem Leid doch endlich ein Ende. Tapfer steigen wir die Stufen hinab. In der Hoffnung, dass. Etage 102, schon wieder einer. Also tapfer steigen wir die Treppen hinab in der Hoffnung, dass uns irgendwann mal was tötet. Ja, so optimistisch, wie das auch klingt. Etage 103. So. Also, so langsam ist hier doch schon recht lang. Kommen wir denn auch zu einem Ende? Ah, verdammt, Etage 105, jetzt kommt die schon wirklich häufiger. Die machen doch einem nichts, warum schrecke ich mich da jedes Mal? Okay, wir gehen weiter und weiter. Hoffen, dass keine neuen bösen Überraschungen auf uns warten. Ja, also gut, so langsam hat sich jetzt hier. Ich war da gerade schon wieder einer, ich habe es nicht wirklich gesehen. Naja, Etage 108. So langsam legt sich das hier wirklich schon in Routine ab, denn es kommt mir. Passiert da eigentlich nur das Gleiche. Wir laufen runter, 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 lang passiert nichts, dann kommt plötzlich ein Schatten und dann laufen wir wieder runter, 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 erschrecken uns schon wieder beim nächsten Schatten. Etage 109, und das schon seit fast 110 Etagen. Aber ich will das Spiel zu Ende spielen, falls es geht. Oder ist es etwa so ein Endlosspiel? Eigentlich nur läuft, 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 läuft. Schon wieder. Also, wo war ich, wo man halt läuft, 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 läuft und läuft und nichts weiter passiert. Ich weiß es nicht, aber es dauert für meinen Geschmack schon so ein bisschen zu lange. Aber Leute, ganz ehrlich, spielt es mal selber. Wie schon gesagt, der Download-Link ist in der Beschreibung. Wir haben nichts weiter zu tun, als runterzuladen, entpacken, Ex ausführen und los geht's. Dürft ihr euch auch so in die Hose scheißen wie ich gerade. Eifert euren Vorbildern nach, falls ich in irgendeiner Hinsicht eine Vorbildfunktion erfülle. Eifert mir nach. Ich bezweifle das zwar, aber. Also langsam könnte uns doch schon wieder der Geist die Scheiße aus dem Leib jagen, oder? 115! Okay, aber
Das Atmen wird wirklich immer lauter. Das bilde ich mir nicht ein. Jetzt ist es gerade nämlich verdammt laut. Ich hoffe mal, ich bin bei dem ganzen Sound überhaupt noch gut zu hören. Denn es wäre schlecht, wenn nicht. Kannst du nicht schneller laufen, oder? Kann ich umspringen? Okay, das ist alles Atmokiller hier. Also so langsam wird sie wirklich ermüdend. Aber wirklich, ich hoffe, dass noch irgendetwas passiert. Das ist bis jetzt halt schon meine die ganze Zeit über meine Hoffnung gewesen. So. Denn irgendwas muss hier doch noch passieren. Hoffe ich zumindest. Puh. 121. War da nicht gerade was? Jetzt, der Sound ist das allerschlimmste an diesem Spiel. Weil es das Spiel nennen kann. Es ist Psychoterror. Wer es nicht selbst gespielt hat, versteht es nicht. Ich scheiß mich hier jedenfalls schon fast an, wie ich jetzt schon drei oder viermal gesagt habe. 24. Gut, aber so langsam muss das Ding doch auch mal ein Ende nehmen. Ja, wir laufen und wir laufen. Ich lehne mich sogar schon mal ein bisschen zurück. Ganz sicher, wie ich mich hier so fühle. Was war das? Hat sich gerade die Perspektive verändert? Oder war es nur ein kleiner Ruckler? Das glaube ich bedeutet nichts Gutes. Etage 126, falls ich das richtig lese. Und oh, das Atmen, das macht mich so unruhig. Da kommt schon der Geist, da kommt schon, kommt schon. Legt euch doch mit mir an, hä? Traut euch etwa nicht? Mit 28. Also, ich glaube spätestens. Ach, okay, war nur der Schatten. Ja, ich glaube spätestens bei Etage 200 höre ich hier auf. Aller spätestens. Oder 150. Ja, sagen wir mal bei 150 höre ich auf. Oder 160, weil bis dahin nichts passiert ist. Also nichts Neues. Okay. ...131, also noch 19 Etagen. Muss so Zeit, mir irgendwas zu zeigen. Spiel. Sadistisches Spiel. Es ruckelt gerade. Moment, ganz kurz Aufnahmepause. Ja, da bin ich wieder. Ich hoffe mal, die Ruckler haben ein Ende. Wir laufen weiter runter. Puh, aber wird schon langsam ermüdend. Huh! 133. Angstschweiß auf der Kopfhaut. Aber ja, ich will hier ein Ende sehen. Zumindest ein Happy End.
36. Okay. Also, so wie am Anfang erschrecke ich mich zwar nicht mehr, aber immer noch. Was ja nur für dieses Spiel spricht. Zwölf Etagen noch, bevor ich hier abbreche. Und ich habe immer mehr Angst. Noch. Wer weiß, was in der Zwischenzeit noch alles passieren wird. Aber ey, komm, das kannst du jetzt sehen, das Atmen wird immer lauter. Zwar ganz dezent, ganz leicht, aber es wird lauter. Oh, oh. Sehe nur ich das? Das oh, welche Etage haben wir? Moment. Das scheint irgendwas Neues zu sein. Muss ich mal kurz festhalten, auf welche Etage. Auf Etage 142 scheint etwas Neues zu sein. Du da. Oh, das sieht so gruselig aus. Ist es. Ist irgendwas in der Vase oder vielleicht ein Gesicht? Es scheint ein Gesicht zu sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will nicht. Nein. Oh, nee. Und das könnte mir noch nicht zwingen. Das sieht so verdammt gruselig aus. Muss ich dem Ding wirklich in die Arme rennen? Okay. Komm schon. Oh Gott, 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 was? Was bist du? Nicht so aus, als würde sie einfach durch mit durchlaufen und wieder verschwinden. Habt ihr was dagegen, wenn ich die 141,5 Etagen wieder nach oben gehe? Ich glaube schon. Okay. Einfach mal hingehen, du. Heilige Scheiße. Gott sei Dank habe ich Audacity mitlaufen lassen. Gott, das Spiel hat sich beendet. Okay, Leute, das war's dann mal. Ciao.